mal wieder Mobi von uns. Ist ja Wochenanfang. Und wir haben am Wochenende nicht viel gemacht, außer Twitch. Und gespielt. Bin natürlich immer noch unzufrieden mit der ganzen Gesamtsituation. Da merke ich, weil ich allein wieder Rückenschmerzen kriege. Wenn ich zufrieden und glücklich bin, habe ich ja an sich, da bin ich ja nicht krank und alles ist okay. Otto spielt. Wir werden nachher in die Sauna gehen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass dann die Rückenschmerzen etwas weggehen. Ansonsten zu meiner Kritikunfähigkeit. Ich will nicht gerade davor machen. Ich sehe das so. Im Schnitt gucken meine Leute, das Movie jetzt im Schnitt 1500 Mal. Davon gibt es vielleicht 3 bis 4 Leute, die mich kritisieren wollen. Ja, kritisiert mich einfach nur. Ich sehe das aus meiner Sicht und ich sage euch nur so viel. Wenn 1500 Leute das Movie gucken und mich nicht kritisieren, gehe ich davon aus, dass es okay ist. Und die 4, 5 Mann, die mich da kritisieren wollen, ja, macht, was er denkt. Ich bin nicht euer Punchingball. Vor allen Dingen wollen mich Leute kritisieren, die gar keinen Kanal auf YouTube haben und mit irgendeiner gefakten E-Mail hier reingehen und dann auf mir rumhacken wollen. Hack mal auf mir rum. Ich sehe das so, dass einige Leute unzufrieden sind mit ihrem Leben und dann auf Leuten rumhacken, die zufrieden sind mit ihrem Leben, um sich besser zu fühlen. Wenn ihr euch damit besser fühlt, dann hackt auf mir drauf rum. Kein Problem. Ich nehme euch eh nicht für ernst und somit ist für mich die Welt wieder in Ordnung. So, es ist 11 Uhr. Wir wollen ja um 1, wir essen noch Mittag und dann gehen wir in die Sauna. Der Oma spielt hier auch. Da wollte ich auch noch kurz dazu erklären. Wer mir das nicht glaubt, dass ich mich ändern tue in Beziehung der Oma, ne, da glaubt sie eben nicht. Ihr könnt es mir immer wieder reinschreiben. Ich hoffe nur, wenn die Änderung da ist, dauert ja immer ein bisschen. Dass ihr dann so viel aus der Hose habt, euch zu entschuldigen bei mir. Wir haben ja die Oma hier gleich sitzen. Ei, so rum muss er machen. So, hallo. Hallo. Ein Malio, mein dear. Hallo, die. Ja, warte mal. Tangmut kon, mein Schüa, Malio, mein dear. Also wer es jetzt verstanden hat, ich habe gerade gefragt, ob ich gut bin oder immer noch böse bin. Und ihr habt ja gehört, sie sagt sehr, sehr gut. Also, wir werden das Gespräch später nochmal fortsetzen. An sich habe ich mich schon gebessert und wer jetzt ehrlich denkt, dass ich das nur mache, um, ich stelle wieder hin, um da mehr Geld auf Twitch einzunehmen, der hat sich stark geschnitten.
alle, die Twitch gucken, die sehen ja im Stream, wie ich mich der Oma gegenüber benehme. Auch alle Leute, die mich privat kennen, die, wenn wir irgendwo hinfahren und ich nehme die Oma mit, die sehen das ja, dass es völlig anders geworden ist wie sonst. Im Schnitt dürft ihr das eigentlich so sehen, wir sitzen hier mehrere Stunden am Tag und so viel nötig gar nicht. Also, ihr könnt es mir glauben oder nicht glauben, für mich ist es so, dass es mir auch besser geht, wenn alles in Ordnung ist und wenn wir uns nicht streiten oder rumfuckeln. Natürlich gibt es immer Streit, aus dem einfachen Grund, wer lebt schon so gern mit seiner Schwiegermutter zusammen. Und ja, ihr wisst ja, wie Schwiegermütter sind. Auf jeden Fall geht es ihr hier tausendmal besser wie in Bangkok und so wird das auch bleiben. Ich würde sagen, wir gehen in die Werbung. So, hier ist er wieder. Wir haben es jetzt abends, 6:30, ich gehe gleich online. Ja, viel zu berichten gibt es über den Tag nicht heute. Wir haben mit Otto Frühs den ersten Teil vom Movie gemacht. Wir haben dann ein bisschen ausgeruht, dann wollten wir in die Sauna, aber ich habe es natürlich wieder verwechselt. Es ist nicht heute, sondern morgen. Also ich treffe mich morgen mit Olli und gehe mit Olli morgen in die Sauna. Also haben wir heute nochmal ein Ruhchen gemacht, weil Covid ja ganz schön hier rumwütet. Die Nachbarn haben auch gerade jetzt Covid. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht zu nah an Zahlen kommen oder weiß ich was, weil die, ich verstehe das eben nicht, die Frau hat Covid und der Mann fährt ständig hin und her. Aber alles nicht schlimm. Heute kommt wieder ein kleines Paketchen von der Mama mit Fleisch. Mit Schweinefleisch, mal sehen, was es dann morgen gibt. Gibt es morgen mal Schweinefleisch? Ich esse zwar nicht so gern Schweinefleisch, aber es geht schon. Ich habe ja noch Bornsenf. Der beste Senf auf der Welt. Ansonsten, ja, mit Otto ein bisschen gespielt. Otto ist gerade rum. Otto ist schon 2 Stunden eingeschlafen. Eigentlich wollte ich mit Otto auf der Bank mir mal ein Bierchen holen heute, weil das im Stream immer ein bisschen angenehmer ist. Ansonsten nach wie vor, wir bleiben zu Hause erstmal, also morgen Mittag. Und da gehen wir nicht in die Sauna, wenn es voll ist, sondern eher, wenn es leer ist. Ich will das jetzt nicht riskieren, ich habe nur eine Piekse gekriegt, die Mutter hat ja 2 Pieksen und Otto will ich das gar nicht antun. Da sollte da dran vorbeilaufen an Covid. Ansonsten ja, muss ich mal sehen, wie der Witz des Tages ist natürlich jetzt schwierig, weil ich will das Movie gleich hochladen. Und dann gucke ich mal, ob wir den morgen früh noch machen und den morgen früh reinschieben. Aber ich kann es ja nicht versprechen. Ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt heute mal, habe mich mal ein bisschen ausgeruht. Und ansonsten ja, ist ja alles beim Alten. Meine Meinung nochmal zu Pattaya, weil viele sagen, Pattaya ist gerade im Aufschwung. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich losgefahren bin abends und habe euch die Straßen gezeigt. Und für mich ist es halbwegs, das wären ja 50%, wie es vorher war, immer noch nicht gegeben. Es sind hier 2, 3 Straßen, also ein Teilabschnitt an der Sölbogau, wo was los ist, wo sich viele mal langs hingehen. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt das gern googeln, Walking Street. Vor Corona, da wo früher 1000 Leute gelaufen sind, sind heute vielleicht 10 Leute. In der Walking Street hat man nicht mal die Hälfte geöffnet und es ist leer. Ansonsten sind auch weit über 50% aller Läden geschlossen, weil sie keinen Nachbetreiber haben, wie die Soy 7, wo ich früher immer war, um diese Jahreszeit, waren ja doch immer so 100, 150 Mann auf der Straße. Die Bars waren
schön gefüllt mit 10, 12 Mann immer. Und wenn man da heute lang geht, zwei Mann pro Bar, die Straße leer gefegt. Wir waren ja vor ein paar Tagen am Beach. Da wo früher, sage ich mal, der Besitzer 50 Stühle hatte, hat jetzt noch 20 stehen und da sind vielleicht 3 Stühle besetzt. Also erzählt mir nicht, dass Pattaya voll im Aufwind ist und voll Highlife ist. Wie gesagt, es sind in der Seupokau ist diese ist Freetown, das ist voll, aber da darf man mit der Kamera nicht hin und das machen wir auch nicht. In der Seu 6 war ich jetzt noch nicht. Kaffee mit meinem Superbecher. Ihr wisst Bescheid, Superman, Batman. Und eigentlich habe ich auch keinen Bedarf auf die Seu 6. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, tja, bleibt mir alle gesund, bleibt mir alle treu und guckt zahlreich. Ansonsten wünsche ich wie immer allen Leuten auf dieser Mensch Glück und Zufriedenheit, genug zu essen und ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr traurig über das, was gerade in der Ukraine abgeht. Ich habe mich mal ein wenig heute damit beschäftigt, nicht zu viel. Und ist ganz schön traurig, was Herr Putin da gerade loslässt. Aber es muss immer irgendwelche Leute geben, die rumstänkern und rummachen. Wie gesagt, in der heutigen Zeit so einen Krieg anzuzetteln, finde ich wirklich kein Verständnis für mir. Ich bin auf der Seite von der Ukraine. Ich war ja schon mal in Kiew, ich weiß, wie es dort aussieht. Ich kenne viele Ukrainer und ich kann nur sagen, ja, ich stehe hinter euch, kann natürlich nicht viel machen, aber mein Wort habt ihr. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ausartet mit der Ukraine und dass sich das mal wieder langsam beruhigt und dass die Welt mal wirklich an alle mal wirklich aufhören mit dem Krieg. Es hat da eh keinen Sinn. Ich weiß zwar ein bisschen, um was es da geht in der Ukraine, aber das sollte man nicht mit Krieg machen. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Euer Tatumen. Der Papa zur Mama. Hier, Schatzi, hier hast du deine Kopfschmerztabletten. Dann sagt die Mama, ich habe doch gar keine Kopfschmerzen. Da sagt der Papa, sehr gut. Waha, der war gut. Der war gut.